Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Melanie Buchelt. Ja, Melanie hat sich auf unseren Aufruf gemeldet zur Krebspräventionswoche. Und ja, Melanie, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und vielleicht magst du ja auch noch was dazu sagen. Ja, hallo, ich bin Melanie Buchelt. Ich bin Autorin von emotionalen Liebesromanen und bin nebenbei noch Erzieherin und Mama von 3 Kindern. Wir wohnen am Niederrhein und bei uns ist eigentlich immer was los. Ich habe mich auf den Aufruf gemeldet, einfach weil in meinem Debütroman auch Krebs ein ziemlich großes Thema ist und ich das wichtig finde, dass darüber einfach auch zu sprechen und das eben nicht tot zu schweigen, weil das in sehr vielen Familien oder bei sehr vielen Paaren eine Rolle spielt. Und deshalb ist eben gerade auch die Krebsprävention ein sehr wichtiges Thema. Ich bedanke mich nochmal, dass du ja den Aufruf gefolgt bist. Und wir werden nachher natürlich noch ein bisschen auf das Thema eingehen. Aber vielleicht magst du uns erstmal sagen, welches Buch du heute mitgebracht hast. Ich habe heute meinen Debütroman mitgebracht. Das ist Wenn ich wieder lieben kann. Der ist letztes Jahr im Sommer im Dunkelstern Verlag erschienen. Da geht es um Linda und Chris. Linda verliert eben ihren Ehemann David an Krebs. Und sie muss dann quasi wieder ins Leben zurückfinden und hat dabei Unterstützung eben von ihrem von dem besten Freund ihres Mannes, der Chris. Und die beiden müssen zusammen quasi so ein bisschen neu anfangen und aus ihrer Trauer eben rausfinden und unterstützen sich da gegenseitig. Und es ist ein natürlich sehr trauriges Buch, aber gleichzeitig eben auch hoffnungsvoll. Und es geht viel um Neuanfänge, um Trauerbewältigung und eben um den Umgang mit einem Verlust eines geliebten Menschen. Ich bin jetzt mehr als nur neugierig auf dein Buch. Ja, vielleicht magst du gleich mal anfangen. Ja, hier habe ich für euch noch einmal den Klappentext, damit ihr wisst, worum es geht. Wieder hatte sie das Gefühl zu fallen, ohne Fallschirm, ohne Reißleine. Die 27-jährige Linda ist glücklich verheiratet und arbeitet in ihrem Traumberuf als Hochzeitsfotografin. Ihr Leben gerät jedoch völlig aus den Fugen, als sie ihren krebskranken Mann David viel früher verliert als erwartet. Linda schottet sich in ihrer Trauer ab und nur Davids bester Freund Chris schafft es, sie aufzufangen und ihr ein kleines Stück Normalität zurückzubringen. Doch dann stellt ein Brief die Welt der beiden erneut auf den Kopf und erschüttert Lindas Vertrauen in ihren einzigen Halt. Ein Roman über den Verlust der großen Liebe, unerwartete Gefühle und einen steinigen Weg zurück ins Leben. Bevor ich anfange zu lesen, möchte ich euch bitten, gut auf euch zu achten beim Zuhören. Falls Krebs ein Triggerthema für euch ist, achtet gut auf euch und macht eine Pause, wenn ihr das braucht. Prolog. Die verdammten 5 Buchstaben leuchteten Linda auf dem Handy-Display entgegen und brannten sich in ihre Netzhaut ein, wie das Blitzlicht ihrer neuen Kamera. Sie hatte sich fest vorgenommen, nichts darüber zu lesen, um sich nicht verrückt zu machen. Und doch scrollte sie, seit David eingeschlafen war, durch Berichte über Behandlungsmethoden, Heilungschancen und Lebenserwartungen. Die Texte klangen, als handelten sie von einer faszinierenden biologischen Entdeckung. Aber für Linda und David war es nur eines: eine viel zu schnell tickende Zeitbombe. Regentropfen prasselten in regelmäßigem Rhythmus ans Fenster, über dem Bett. Sogar der Regen ist heute wie ein Zählwerk, dachte Linda und schüttelte die Gänsehaut von ihren Unterarmen ab. Achtlos legte sie ihr Handy auf den Nachttisch. Das Display tauchte den Raum noch einen Moment lang in bläuliches Licht. Lindas Blick schweifte zu David, der neben ihr schlief und einen Arm um sie geschlungen hatte. Seine Lider waren gerötet und ein paar Strähnen seiner schwarzen Haare waren ihm in die Stirn gefallen. Über eine Stunde lang hatten sie gemeinsam geweint und die Welt verflucht, bis er keine Kraft mehr gehabt hatte. »Ich liebe dich«, flüsterte sie
und strich sanft über seinen Kopf, wie unzählige Male heute Abend. Einen Augenblick später piepte ihr Smartphone und leuchtete erneut auf. Linda zuckte so stark zusammen, dass Davids Arm ein Stück nach unten rutschte. Sie hob ihr Handy vom Nachttisch auf und atmete geräuschvoll aus, als sie den Namen im Messenger las. Christopher Hofmann, Davids bester Freund. Hi Linda, was hat die Untersuchung ergeben? David antwortet nicht. Wahrscheinlich ist sein Akku leer. Ich hoffe, bei euch ist alles okay. Während sie die Antwort tippte, schossen ihr Tränen in die Augen. Und sie waren bitterer als die, die sie mit David zusammen vergossen hatte. Verzweifelter, einsamer. Sie hatte nicht die Kraft, eine ausführliche Nachricht zu schreiben oder die Fakten auszuschmücken. Durch einen Tränenschleier schrieb sie die ungeschönte Wahrheit. Es ist Krebs. Chris antwortete nicht und Linda wusste, sie weinte jetzt nicht mehr allein. Kapitel 1. Galgenhumor. 6 Monate später. Linda mochte die Fußballnachmittage zu Hause, aber das stundenlange Fachsimpeln von David und Chris war eine Herausforderung für ihre Nerven. Die Diskussionen über die neuesten Transfers und Fehlkäufe der Bundesliga verschwammen im Hintergrund zu einem eintönigen Rauschen, während sie sich am Laptop auf die Fotos der Hochzeit konzentrierte, die sie gestern gemacht hatte. Ein tolles Paar. Ihr Kleid war zu pompös für Lindas Geschmack, aber zu der Braut passte es. Tor, hab ich's doch gewusst, rief David und rückte grinsend sein Basecap zurecht. Er trug es seit Monaten. Linda erinnerte sich genau an den Tag, an dem der Haarausfall eingesetzt hatte und daran, wie schwer es ihrem Mann gefallen war, damit klarzukommen. Er war kein eitler Mensch, aber hatte es geliebt, neue Frisuren und Stylings auszuprobieren. So ein Dreck, das war doch abseits, entgegnete sein Freund Christopher, der sich fassungslos in seine dunkelbraunen Haare fasste und näher an den Fernseher rückte. Linda schüttelte den Kopf und lächelte. Immer das Gleiche. Die beiden waren ein Herz und eine Seele, aber bei Fußball hörte die Freundschaft auf. Die Trikots, die sie trugen, waren genauso gegensätzlich wie sie selbst. David war groß und sportlich, doch nicht übertrieben muskulös. Konditionstraining war seine Leidenschaft gewesen, bis seine Krankheit es nicht mehr zugelassen hatte. Chris war einen halben Kopf kleiner als David und ein gemütlicher Typ mit leichtem Bauchansatz. Er versuchte zwar ab und an Sport zu treiben, gab es aber nach spätestens 2 Wochen wieder auf. Du spinnst ja. David schubste ihn freundschaftlich an der Schulter und richtete das Wort an Linda. Hey Schatz, setz dich doch ein bisschen zu uns. Chris braucht seelischen Beistand. Auf euer Schlachtfeld, vergiss es. Sie lachte und warf einen Blick zum Fernseher, der die Wiederholung des Tors in Zeitlupe zeigte. Es war kein Abseits, sorry Chris, stellte sie fest und rückte ihre schwarz umrandete Brille zurecht. Willst du zum Trost einen Kaffee für die Halbzeitpause? Er nickte und sie verschwand in der Küche. Das ist Mobbing, wieso bietest du ihm einen an und mir nicht, rief David ihr hinterher. Ich glaube, du solltest nicht zu viel davon trinken, sagte sie mit einem besorgten Unterton in der Stimme und atmete tief durch. Da hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Kaffee ist völlig unbedenklich bei Krebs. Und wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens mit einer Portion Koffein im Magen. Er lächelte charmant. Hör auf mit dem Mist. Sie funkelte ihn an und gab Chris demonstrativ langsam die Tasse. Ich habe Milch und Zucker reingemacht, wie immer. Danke, Linda. Bevor sie sich von den Männern abwenden konnte, packte David ihre Hand und zog seine Frau an sich, sodass sie auf seinem Schoß landete. Er streichelte mit dem Handrücken über ihre Wange. Die Wärme seiner Haut übertrug sich auf sie und sofort breitete sich ein Kribbeln in Lindas Bauch aus. Obwohl sie bereits seit 7 Jahren zusammen waren, konnte David sie immer noch mit einer einzigen Berührung aus dem Konzept bringen. Und das nutzte er regelmäßig. Es tut mir leid, flüsterte er, und sie versank in seine blauen Augen, die je nach Lichteinfall grünlich schimmerten. Lass mich doch ein bisschen Galgenhumor haben, das macht es etwas leichter zu ertragen, findest du nicht? Er spielte mit der Kordel ihrer regenbogenfarbenen Strickjacke,
die sie immer trug, sobald es draußen kälter als 15 Grad war. Sie verdrehte schmunzelnd die Augen und zog ihm sein Spielzeug aus den Fingern. »Wenn du meinst, ich muss weiterarbeiten.« Linda hatte es ihm nie gesagt, aber sie bewunderte David für seine Art, mit der Krankheit umzugehen. Er hatte 2 Operationen an der Leber und einige Chemotherapiezyklen hinter sich. Trotzdem riss er darüber Witze. Sie war sich allerdings nicht sicher, ob dieser Optimismus seine eigentliche Angst überspielte. Sie schob den Gedanken beiseite und widmete sich wieder den Fotos. »Wann musst du morgen ins Krankenhaus?«, fragte Chris, nachdem er seine Tasse geleert hatte. Lindas Augen weiteten sich und sie fuhr herum. »Morgen?« David warf seinem Freund einen bösen Blick zu. Linda sprang auf. »Wieso morgen? Was hast du mir nicht erzählt?« Er sah sie an und verzog ertappt das Gesicht. »Ein neuer Chemozyklus fängt an. Ich wollte es dir nicht sagen, damit du den Kopf für die Hochzeitsausstellung frei hast.« Ein Stich fuhr ihr ins Herz und sie presste die Lippen aufeinander, bevor sie sprach. »Du weißt doch, dass ich immer dabei sein will. Du musst das nicht allein durchstehen.« Ein Anflug von Wut stieg in ihr auf. »Wie hast du dir das vorgestellt, dass ich zur Messe fahre und du klammheimlich ins Krankenhaus gehst, ohne dass ich es erfahre? Das ist doch nicht dein Ernst.« Chris räusperte sich und fuhr sich verlegen über den 3-Tage-Bart. Sie hatte fast vergessen, dass er noch da war. »Jetzt entspann dich, Linda. Ich gehe mit ihm hin, wenn dich das beruhigt.« Sie ließ sich wieder auf den Stuhl vor ihrem Laptop fallen und starrte teilnahmslos auf den Berg aus weißem Tüll, den sie zum Retuschieren vergrößert hatte. »Schatz, es tut mir leid«, sagte David sanft. »Aber du hast dich so darauf gefreut und ich wollte dir das nicht kaputt machen. Es wird dir gut tun, mal ein paar Stunden für dich zu haben.« Sie schnaubte und widerstand dem Drang, ihren Blick auf ihn zu richten. Chris zuckte mit den Schultern und flüsterte David eine Entschuldigung zu. Doch bevor die 2. Halbzeit des Spiels vorbei war, stand er auf und sah Linda und David abwechselnd an. »Ich muss los und ihr vertragt euch jetzt gefälligst wieder, ja? Dass ihr streitet, ist das Seltsamste, das ich mir vorstellen kann. Wenn du wüsstest, wie hier manchmal die Fetzen fliegen, würde das dein Bild von uns ganz schön erschüttern.« Linda tauschte einen verstohlenen Blick mit David aus. »Aber dafür ist die Versöhnung umso schöner«, murmelte er und zwinkerte. Chris verzog das Gesicht und seine blauen Augen nahmen diesen verschwitzten Ausdruck an, der typisch für ihn war. »So genau wollte ich das gar nicht wissen. Bis dann. Ich hau jetzt ab, damit ihr euch versöhnen könnt.« Als Chris die Tür geschlossen hatte, schlich David auf Linda zu und stellte sich hinter ihren Stuhl. Er legte ihr seine rechte Hand auf die Schulter und schob mit der linken ihren rötlich-braunen langen Zopf zur Seite. Er beugte sich zu ihr hinunter und hauchte ihr einen Kuss auf ihr kleines Muttermal, das in der Mitte ihres Nackens lag. Sie lächelte. »Es tut mir wirklich leid«, wisperte er. Und die Wärme in seiner Stimme, gepaart mit seinem Atem auf ihrer Haut, jagte ihr einen prickelnden Schauer über den Rücken. Sie drehte den Stuhl zu ihm um und stand auf. »Schon gut, Schatz, ich habe einfach Angst um dich. Das musst du verstehen. Wenn ich daran denke, wie es dir nach dem letzten Zyklus gegangen ist, habe ich kein gutes Gefühl dabei, zur Messe zu fahren.« Er lächelte schief und legte ihr die Hände um die Hüften. »Ich schaffe das schon. Ein paar Monate habe ich ja schließlich noch. Die lasse ich mir nicht nehmen.« »Jetzt hör bitte auf.« Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und zog ihn ein Stück näher heran. Sie küssten sich und Linda vergaß die schwierigen letzten Monate für kurze Zeit. Seine Lippen fühlten sich so vertraut und sicher an, als könnte nichts auf dieser Welt ihr Glück trüben. Es war eine Minute Unbeschwertheit. In diesem Moment waren sie nur David und Linda und sperrten das Schicksal aus, das in allen Ecken lauerte. »Ich liebe dich, Schatz«, flüsterte sie. »Ich dich auch.« Seine Hände glitten unter ihre Strickjacke und er schaute ihr tief in ihre blauen Augen, die jetzt nicht mehr wütend, sondern verführerisch funkelten. »Also, wie sieht's aus? Versöhnung?«, fragte er schelmisch. »Klingt verlockend.« Sie grinste und folgte ihm nach oben ins Schlafzimmer. Kapitel 2. Sekunden.
Der Winterwind wehte Linda und David um die Nase, als sie auf dem Parkplatz des Klinikums aus ihrem Auto ausstiegen. Sie gab ihrem Mann seine Tasche aus dem Kofferraum. »Pass auf dich auf!« »Mach ich doch immer. Viel Spaß auf der Messe, Schatz!« Er küsste sie zum Abschied und als er sich von ihr lösen wollte, hielt sie ihn am Kragen seiner Jacke fest und ihre Lippen trafen erneut aufeinander. Die Liebe, die sie für ihn empfand, floss durch ihren Körper und beruhigte ihre Sorge ein wenig. »Danke, ich beeile mich«, flüsterte sie. David seufzte. »Das brauchst du nicht. Fahr lieber vorsichtig.« Linda verdrehte die Augen über seinen fürsorglichen Kommentar, doch insgeheim freute sie sich jedes Mal, wenn er das sagte. »Fahr vorsichtig« war eine Liebeserklärung, nur auf die alltägliche, praktische Art. »Ja, mach ich schon. Bis heute Abend.« Mit gemischten Gefühlen stieg sie ins Auto und fuhr nach Düsseldorf. Normalerweise liebte sie Messetage. Der Austausch mit anderen Fotografen und Fotografinnen, die Beratung der zukünftigen Brautpaare und die Präsentation ihrer Bilder waren jedes Mal ein Highlight. Sie blühte in ihrer Arbeit auf und gab alles für die leuchtenden Augen ihrer Kunden. Es war ihr Ausgleich zu den langweiligen Fotos für das Lokalmagazin, die sie täglich in ihrem normalen Job schießen musste. Dieses Jahr war sie besonders stolz auf ihren Stand, den sie in den gleichen Farben gestaltet hatte wie ihre Website. Nachdem sie aufgebaut und die ersten Paare beraten hatte, vergingen die Stunden langsamer als sonst, denn sie war in Gedanken die ganze Zeit bei David. Ihr Blick schweifte durch die Menge der vorbeilaufenden Pärchen und sie dachte daran, wie aufgeregt sie vor 3 Jahren gewesen war, als sie mit ihm hier durch die Gänge geschlendert war, um sich Anregungen für ihre Hochzeit zu holen. Damals hatte sie sich gerade als Hochzeitsfotografin selbstständig gemacht und sich hier wie im Paradies gefühlt. Das Brummen ihres vibrierenden Handys riss sie aus ihren Gedanken. Ob das schon David ist? Unauffällig linste sie auf das Display. Chris. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er sie jemals angerufen hatte. Auch, dass er ihr schrieb, kam selten vor. Chris, sagte sie leise und drehte sich zur Seite, um ihr Handy vor den Passanten zu verstecken. Linda, Gott sei Dank habe ich dich erreicht. Seine Stimme hallte wie in einem leeren Raum und der ungewohnt besorgte Tonfall ließ ihren Puls in die Höhe schnellen. Was ist los? Es tut mir leid, dich zu stören, aber du musst unbedingt herkommen. David ist hier im Krankenhausflur zusammengeklappt, bevor der Zyklus gestartet ist. Der Boden verwandelte sich in Treibsand und Lindas Knie wurden weich. Sie hielt sich an ihrem runden Stehtisch fest, doch die schwirrenden Lichter in ihrem Kopf zwangen sie innezuhalten. Einen tiefen Atemzug später bündelte sie all ihre Konzentration für David. Blitzschnell steckte sie ihr Handy in die Tasche und packte die wichtigsten Dinge zusammen und verließ rennend das Messegelände. Seitenstechend pochte links und rechts in ihren Leisten und ihr Magen verkrampfte sich. Am Auto angekommen, griff sie nach dem Schlüssel in der Handtasche und ihre zittrigen Finger ließen ihn auf den Boden fallen. Beim Bücken schwirrte ihr der Kopf und sie fuhr sich über das Gesicht, um wenigstens für die Autofahrt geistesgegenwärtig genug zu sein. Wieder klingelte ihr Handy. »Chris?« »Ja, ist alles okay bei dir?« fragte er. »Du hast so plötzlich aufgelegt. Kannst du Auto fahren?« Sie schloss die Augen und ließ sich in den Sitz fallen. »Es geht schon. Gibst du mir David mal?« »Er schläft gerade. Sie haben ihm wohl Schmerzmittel gegeben. Bestimmt ist er gleich wieder wach, wenn du da bist.« Linda umklammerte das Lenkrad und legte den Kopf in den Nacken. Das Schwirren tobte hinter ihrer Stirn und jetzt gesellte sich Schwindel dazu. »Komm schon«, dachte sie. »Du musst das auf die Reihe bekommen.« »Linda?« »Hm?« »Bitte fahr vorsichtig.« Chris betonte jedes Wort. Den Satz hatte sie heute schon einmal gehört. »Ja, mache ich. Bis gleich.« Sie rieb sich die Augen und trank einen Schluck Wasser. »Nur 15 Kilometer. Das schaffst du irgendwie.« Hochkonzentriert auf die Koordination ihrer Hände und Füße, die ihr wie Teile eines anderen Körpers vorkamen, manövrierte sie das Auto durch den Stadtverkehr und über die Bundesstraße Richtung Neuss. Die Lichter rauschten in einem undefinierbaren Leuchtstreifen an ihr vorbei. Sie zwang sich zähneknirschend, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten.
aber hielt es nicht lange durch. Fluchend überholte sie eine LKW-Kolonne und ließ auch die anderen Autos hinter sich. Als sie rot aufleuchtende Bremslichter vor sich sah, schnellte ihr Puls in die Höhe. Stau. Sie biss sich auf die Unterlippe, bis es schmerzte. Warum ausgerechnet jetzt? Ja, das war ja schon ein sehr schöner, spannender Einblick. Lass uns doch mal über deine Figuren sprechen. Ich habe auf jeden Fall drei rausgehört. Genau. Also wir haben drei Hauptfiguren. Das ist einmal Linda. Linda ist 28, also 27 am Anfang des Buches und arbeitet als Hochzeitsfotografin im Nebenberuf und hauptberuflich beim Lokalmagazin. Ja, ist mit David verheiratet. David ist Barkeeper, der hat eine eigene Bar, also wirklich so mit Leib und Seele, liebt Cocktails zu mixen und ist einfach so ein, ja, ein Mensch, der auch gerne unter Leuten ist und gerne Smalltalk hält und eben einfach so mitten im Leben stand, bis ihn eben die Krankheit so ein bisschen ja in die Knie gezwungen hat. Ja, und dann haben wir Chris. Chris ist Davids bester Freund und der ist ja ein bisschen so das Gegenstück zu ihm. Also Chris ist eher so ein ruhiger und ist schon ewig Single, kann irgendwie mit Frauen nicht so viel anfangen. Also so, er ist nicht so ein Flirt-Typ und ja, einfach so ein bisschen ein kleiner Eigenbrötler. Also ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin heute ein bisschen sprachlos. Das ist hoffentlich nicht schlimm. Nein, alles gut. Ist ja auch ein nicht alltägliches Thema, worum es heute geht. Und da denke ich, darf man auch mal zwischendurch ein bisschen sprachlos sein, ein bisschen nachdenken. Und ich hoffe, dass auch viele Hörer so ein bisschen nachdenken, sich für dieses Thema sensibilisieren, weil es ja auch wichtig ist. Also auch die Vorsorge und alles sollte man alles machen, um das frühzeitig zu erkennen, wenn man es haben sollte. So, ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es weitergeht. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, also einmal kurz zur Erklärung. Das Buch ist zwar in der dritten Person geschrieben, aber eben auch manchmal aus Christophers Perspektive und manchmal Lindas. Und wir wechseln jetzt quasi in der nächsten Szene auf Chris' Sicht. Deswegen nicht verwirrt sein. Christopher setzte sich neben das Bett und beobachtete, wie David wach wurde. Er sagte nichts. Ein Blick zwischen den beiden reichte aus. »Wieso hast du mir nicht gesagt, wie grottig es dir wirklich geht, Mann?«, fragte Chris. Und in seinen Augen spiegelte sich die Verzweiflung, die er die ganze Zeit verdrängt hatte. Er wollte es nicht wahrhaben. David zuckte die Achseln und drehte seinen Kopf langsam zur Seite, um seinem Blick auszuweichen. »Was ist mit Linda? Weiß sie, wie es um dich steht? Ehrlich?« Er nickte schwach. »Ja, sie weiß natürlich alles. Wir dachten, wir hätten noch ein paar Monate. Das heute Morgen konnte ja keiner vorhersehen. Es war, als hätte ich keine Beine mehr und meine Organe brennen immer noch wie Feuer. Ich weiß nicht, was auf einmal mit mir los ist. Alles fühlt sich anders an.« Chris' Augen weiteten sich. Der Stuhl, auf dem er saß, erschien ihm wackeliger als vorher. »Jetzt hör auf, mach keinen Scheiß!« David schüttelte den Kopf. »Mache ich nicht. Als ich vorhin wieder aufgewacht bin, habe ich kurz gedacht, es wäre alles schon vorbei. Ich weiß, ihr wollt das nicht hören, aber ich muss mich langsam darauf vorbereiten.« Chris wandte sich von ihm ab und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Das ist doch Wahnsinn. Gestern war noch alles in Ordnung. Ich verstehe das nicht.« »War es das? Wer weiß das schon?« David blinzelte. Er richtete sich auf und sah Christopher mit müden Augen an. »Ich muss dich um etwas bitten, Chris.« Sein Freund schluckte den dicken Kloß in seinem Hals hinunter, um normal zu klingen, obwohl er innerlich am liebsten vor der Wahrheit davongelaufen wäre. Er wollte die Zeit zu den unbeschwerten Tagen vor der Krankheit zurückdrehen, an denen die einzige Sorge gewesen war, welchen Biergarten sie besuchen oder wer die Fußballmeisterschaft gewinnt. Er blinzelte sich in die Gegenwart zurück. »Klar, schieß los. Wenn es soweit ist, kannst du dich um Linda kümmern, zumindest so lange, bis sie den Schock einigermaßen verkraftet hat. Sie ist stark und wird irgendwann klarkommen, denke ich. Aber ich mache mir echt Sorgen um die erste Zeit.
Ihre Freundinnen werden ihr keine Hilfe sein. Ich frage mich sowieso immer, was sie mit denen will. Und ihre Eltern? Naja, die können nicht dauernd hierher kommen. Abgesehen davon sind sie nicht gerade feinfühlig, wenn du mich fragst. Chris seufzte. Er hatte von Anfang an ein freundschaftliches Verhältnis zu Linda gehabt. Aber ob sie in dieser furchtbaren Situation seine Hilfe annehmen würde, da war er sich nicht sicher und schob den Gedanken daran von sich weg. Ich werde es versuchen, wenn sie es zulässt. Versprichst du mir im Gegenzug, jetzt nicht kampflos aufzugeben? David nickte, doch sein Blick war leer. Du kennst mich. Ich gebe mich nicht einfach geschlagen. Aber diesmal wird es nichts nützen. Irgendwie ist es befreiend zu wissen, dass ich nicht mehr lange kämpfen muss. Sag sowas nicht, Mann, murmelte Chris und stand auf. Er konnte es kaum ertragen, wenn sein Freund vom Sterben sprach. Seine Brust fühlte sich zugeschnürt an und ließ gerade so viel Luft in seine Lungen wie notwendig. Er wusste nicht, was er antworten sollte. Tut mir leid, ich würde dir gern was anderes sagen, aber das ist die Wahrheit und die bin ich dir schuldig, oder nicht? David sah ihm in die Augen, die seinen Schmerz und die unausgesprochene Angst widerspiegelten. Chris hielt den Blick nicht stand. Ich schaue mal nach, ob Linda schon da ist. In Ordnung. Er beugte sich herunter zu David und sie umarmten sich länger als sonst. Mit aller Kraft hielt er die brennenden Tränen zurück, die sich in seinen Augen ankündigten. Bitte kümmere dich um sie, versprich es mir, flüsterte David. Und Chris nickte an seiner Schulter. Das mache ich, versprochen. Sie muss da nicht allein durch. Ich werde alles tun, was ich kann. Sie lösten sich voneinander und David holte einen Umschlag aus seiner Schublade. Er gab ihn Chris. Der ist für dich, lies ihn aber erst, wenn, naja, du weißt schon. Sonst überdenke ich nochmal, was ich da geschrieben habe. Er lächelte verschmitzt. Kleiner Scherz. Chris brachte kein Lächeln zustande. Ein unerträglicher Druck breitete sich in seiner Magengegend aus und Übelkeit stieg in ihm auf. Er brauchte seine ganze Konzentration, um sich nicht davon ablenken zu lassen. Mach's gut, sagte David, und es klang endgültiger, als Chris es wahrhaben wollte. Bis nachher, antwortete er und betonte es nachdrücklich. Der Kloß in seinem Hals drückte ihm die Luft ab. Er schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken gegen die kühle Wand des Krankenhausflurs. Die Ausrede, nach Linda zu schauen, gab ihm die Gelegenheit, durchzuatmen und seinen Tränen freien Lauf zu lassen. Es wäre ihm vor David nicht peinlich gewesen, aber er wollte ihn nicht noch mehr belasten. Die Erinnerungen der letzten Jahre zogen vor seinem inneren Auge vorbei wie ein Film, der darauf aus war, die schmerzhafte und doch wunderschöne Zusammenfassung ihrer Freundschaft zu zeigen. David war sein Anker, sein Vorbild, sein Antrieb und sein Gegenpol von Kindesbeinen an. Er war neben seiner Mutter die einzige Konstante in Chris' Leben. Als sein Vater vor 3 Jahren gestorben war, hatte sein bester Freund ihn aufgefangen. Stundenlang hatte er mit ihm gesprochen, ihn abgelenkt und war sogar bei der Beerdigung dabei gewesen. Und jetzt war es an Chris, für Linda das Gleiche zu tun. Wie soll ich das schaffen, wenn ich doch selbst meinen Halt verliere? Chris schluchzte und dachte daran, wie seine Mutter nach dem Tod ihres Mannes getrauert hatte und wie schwer es für sie gewesen war, ihr Leben weiterzuleben. Er hatte keine Ahnung, wie er Linda helfen sollte. Die Überforderung, die Davids Bitte auslöste, brach über ihn herein, wie ein Gewitterschauer auf einem offenen Feld. Chris tat das Einzige, was ihm als letzter Strohhalm in den Sinn kam, an den er sich klammern konnte. Er ließ sich auf einen Stuhl im Flur nieder und faltete die Hände. Obwohl er seine Mutter in den vergangenen Jahren nur selten zum Sonntagsgottesdienst begleitet hatte, war er tief im Inneren ein gläubiger Mensch. Die Worte, die in seinem Kopf herumschwirrten, fanden sich nicht zu sinnvollen Sätzen zusammen. Doch das war ihm egal und Gott hoffentlich auch. Chris hatte Linda eine Nachricht mit Davids Zimmernummer geschickt, die sie den ganzen Weg über vor sich hin murmelte, um sie nicht zu vergessen. Ihr Herz polterte, genauso wie ihre Schritte auf dem harten Boden des Krankenhausflurs.
Jeder Schlag feuerte sie an, noch schneller zu laufen. Sie öffnete die Tür der Station und sprach die erste Krankenpflegerin an, die ihr über den Weg lief. »Guten Tag, ich bin Linda Valentin. Können Sie mir bitte sagen, wo ich meinen Mann finde?« fragte sie außer Atem und hatte Mühe, ihre Stimme unter Kontrolle zu halten. »Ja, bitte folgen Sie mir.« Die Krankenschwester ging mit eiligen Schritten voraus. »Wissen Sie, was passiert ist? Ich werde Sie erst einmal zu Dr. Weber bringen. Er hilft Ihnen weiter.« Sie klopfte an eine Tür auf der rechten Seite des Flurs. Linda atmete tief durch. »Dr. Weber, Herr Valentins Frau ist hier.« »Kommen Sie herein.« Der junge Arzt reichte Linda die Hand. »Guten Tag, setzen Sie sich doch.« »Hallo«, quetschte sie hervor und nahm auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz, obwohl ihr jede Sekunde hier drin zu lang erschien und sie am liebsten auf dem Absatz kehrt gemacht hätte. Er begann zu erklären, was passiert war, aber die Worte kamen in ihrem Kopf nur in Bruchstücken an, als hörte sie Radio mit schlechtem Empfang. Nebenwirkungen, Leberentzündung, Metastasen, sie konnte nicht klar denken und fragte sich, was sie hier sollte. Dr. Weber redete und redete, als ob er ein Referat über Krebs halten würde, aber an ihr prallte alles ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit unterbrach sie ihn. »Kann ich zu ihm?« Der Arzt räusperte sich und hörte sofort auf zu sprechen, als hätte er jetzt erst seinen Redeschwall bemerkt. »Sicher, entschuldigen Sie, folgen Sie mir bitte.« Lindas Mund trocknete aus und mit jedem Schritt, den sie hinter Dr. Weber herging, wurden ihre Beine schwerer. Als sie den Blick hob, entdeckte sie Chris, der auf einem Stuhl vor dem Zimmer saß und seltsam in sich gekehrt wirkte. Der Arzt nickte ihnen zu und verschwand hinter der nächsten Ecke. »Hey«, sagte Linda kaum hörbar und ging auf Chris zu. Ohne ein weiteres Wort stand er auf und schloss sie fest in seine Arme. Das hatte er noch nie getan. »Was ist nur los? Ich verstehe das alles nicht«, flüsterte sie, an seinen Oberkörper gelehnt. Sein Herz schlug genauso schnell wie ihres. Sie lösten sich voneinander und Linda fielen seine geröteten Augen auf. »Er hat geweint? Dann muss es wirklich ernst sein.« »Ich auch nicht. Geh rein und sprich mit ihm. Er wartet schon auf dich. Ich muss mal an die Luft, komme nachher nochmal vorbei.« Sie nickte und schaute ihm kurz nach, als er durch die Automatiktür die Station verließ. Das war nicht der Chris, den sie kannte. Er ließ sich normalerweise durch nichts aus der Ruhe bringen. Mit zitternden Fingern öffnete sie die Tür und versuchte zu lächeln. »Schatz, da bist du ja.« Davids Stimme, die schwächer klang als sonst, ließ Lindas Herz für einen Schlag aussetzen. Sie ging auf das Bett zu und beugte sich herunter, um ihn zu küssen. Für einen kurzen, aber wohltuenden Moment war die Welt in Ordnung. In Lindas Kopf zogen die verschiedensten Bilder von vergangenen Küssen vorbei. Der erste Kuss, der Hochzeitskuss, Gewohnheitsküsse, wenn er von der Arbeit in der Bar nach Hause kam. Küsse gab es viele in ihrem Leben mit David. Und doch besaß dieser einen besonderen Zauber. Erleichterung. Trotz all der Schläuche und Gerätschaften, die sie beängstigten, konnte sie nur an eines denken. Er war am Leben. »Was machst du denn für Sachen?« Sie nahm seine Hand vorsichtig in ihre, ohne den abgeklebten Zugang zu berühren, an dem ein Infusionsschlauch befestigt war. Die ungewöhnliche Kälte seiner blassen Haut ließ sie erschauern. Und mit einem Mal saß ihr die Angst, ihn zu verlieren, stärker im Nacken als je zuvor. Er lächelte. Seine zitternden Mundwinkel verrieten, wie sehr es ihn anstrengte, aber für Linda war es das schönste Lächeln der Welt. »Du kennst mich doch, ich bin immer für eine Überraschung gut. Ich hoffe, das Essen ist besser als beim letzten Mal.« Seine Stimme klang genauso angestrengt, locker, wie es sein Lächeln war. Aber seine Augen konnten die Fassade nicht länger aufrechterhalten. Im nächsten Moment brachen alle Dämme und Linda erschrak, als er weinte, wie sie es noch nie vorher erlebt hatte. Sie rutschte zu ihm auf das Bett und umarmte ihn so fest sie konnte. Er legte seinen Kopf an ihre Schulter und vergoss Tränen, bis ihr Oberteil durchnässt war. Sein leises, regelmäßiges Schluchzen brach ihr das Herz. Nicht auf die brutale Art und Weise, sondern qualvoll langsam. Stück für Stück zersprang es in winzige Scherben. Sie kuschelte sich an ihn und ließ ihren Tränen ebenfalls freien Lauf.
Er streichelte ihr über ihr Haar und sie genoss jede Berührung. Jeder Herzschlag, den sie hören konnte, war kostbar. »Darf ich dich was fragen?« flüsterte sie, ohne ihren Kopf zu heben. »Ja, natürlich.« Seine Stimme hörte sich ungewohnt zittrig an. Wieder eine Scherbe mehr. »Wie lange geht es dir schon so schlecht? Hast du mir nur etwas vorgemacht die letzten Wochen? Ich dachte die ganze Zeit, dass du den letzten Zyklus gut gemeistert hast und es auch etwas gebracht hat.« David atmete tief durch. »Sieh mich an«, sagte er lauter als vorher. Linda erhob sich und blickte in seine blaugrünen Augen, die sie jeden Tag aufs Neue in ihren Bann zogen, seitdem sie sich kennengelernt hatten. Sie blinzelte, um das Bild von ihm loszuwerden, wie er sie zum ersten Mal angesehen hatte. »Ich war immer ehrlich zu dir, da kannst du dir sicher sein. Die Ärzte verstehen selbst nicht, warum sich alles so rapide verschlechtert hat. Ich habe erst seit heute Morgen diese Schmerzen, die ich noch nicht kenne.« Linda schnaubte. »Diese Quacksalber, sie haben von Monaten gesprochen. Monate!« Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. »Sei nicht sauer, mein Schatz, sie können eben keine Wunder vollbringen.« Er setzte sich langsam auf und wandte sich ihr zu. »Lass uns nicht diskutieren, küss mich lieber nochmal.« Er nahm Lindas Hände von ihrem Gesicht und wischte ihr die Tränen von den Wangen. Wieder erschauerte sie unter der Kälte seiner Haut und umschloss seine Finger mit ihren, um sie zu wärmen. »Ich liebe dich«, flüsterte sie und küsste seine Hände. »Für immer.« Er lächelte schmal. »Du weißt, was ich darüber denke. Leg dir nicht so eine Bürde auf, nur um irgendwelchen Prinzipien in deinem Kopf treu zu bleiben. Ich dachte, du wolltest nicht diskutieren.« Er nahm ihr Gesicht in seine Hände und sie schlang die Arme um ihn. Jede Sekunde auskostend ließ sie sich völlig in dem Kuss fallen, begleitet von einer Träne, die sich ihren Weg nach außen bahnte. David löste sich von ihr und küsste den salzigen Tropfen von ihrer Wange. »Ich liebe dich auch«, flüsterte er. »Hast du Angst?«, fragte Linda leise und fuhr die Konturen seines Gesichts langsam mit dem Zeigefinger nach. »Nein, nicht solange du hier bist.« Als ihre Lippen sich erneut berührten, zuckte David zusammen und fasste sich an den Bauch. Linda erschrak und sofort spürte sie einen Stich in ihrem Herzen. Sie schloss die Augen, um sich zu sammeln, doch die Scherben waren bereits überall in ihrem Inneren verteilt. »Leg dich lieber wieder hin, Schatz.« »Soll ich jemanden rufen?« Sie rückte das Kissen auf dem Bett zurecht und stützte ihn im Rücken, damit er sich hinlegen konnte. Wie schon öfter in letzter Zeit fiel ihr auf, wie leicht er geworden war. Von dem Sportler, der für einen Halbmarathon trainiert hatte, war keine Spur mehr. »Nein, es geht schon«, erwiderte er atemlos und nahm ihre Hand. Ihr kamen erneut die Tränen, die sie auf ihre bunte Strickjacke tropfen ließ, eine nach der anderen. David wandte den Blick von ihr ab. »Ich kann dich nicht weinen sehen. Es zerreißt mir das Herz schlimmer, als es jede Krankheit könnte.« Er streichelte ihr über die Wange. »Es tut mir leid«, sie wischte sich die Tränen nun doch aus dem Gesicht. »Schon besser. Ein Lächeln kann ich heute nicht mehr von dir erwarten, oder?« Lindas Mundwinkel zuckten. »Ich weiß, dass das nicht alles war«, neckte er sie und entlockte ihr tatsächlich ein kleines Lächeln. »Na also, so möchte ich dich in Erinnerung behalten, dort, wo die Reise gleich hingeht.« »Gleich?« Sie hatte sich nicht verhört. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, wusste sie es, seitdem sie das Zimmer betreten hatte. Mit seinen Worten verschwand jegliche Kraft aus ihrem Körper, als hätte sie der Treibsand, der die ganze Zeit unter ihren Füßen waberte, schon halb verschlungen. »Jetzt darf ich mir auch etwas von dir wünschen, das ist nur fair.« Ihre Bitte war kaum hörbar. Er nickte und sah ihr tief in die Augen. »Alles, was du willst, Schatz. Aber fordere mich nicht auf, weiter zu kämpfen.« Linda wusste, dass es keinen Sinn mehr hatte, darüber zu streiten, wie wenig sie es akzeptierte, dass er aufgegeben hatte. Es zählte nur noch eins, die gemeinsame Zeit. Sie rutschte mit dem Stuhl näher an das Bett und legte ihren Kopf wieder auf seinen Oberkörper. Halt mich einfach nur fest. Das ist alles, was ich will.« Sie hörte ihn schluchzen und einen Augenblick später legten sich seine Arme um sie.
Die vertraute Berührung ließ sofort eine beruhigende Wärme in ihr aufsteigen und ein wenig Kraft zurückkommen. Sie wollte diesen Moment für immer einschließen, in ihrem Herzen, in ihren Gedanken und in jeder Faser ihres Körpers. Linda, wenn du dich mal einsam fühlst, mach die Augen zu und lass dich von mir umarmen. Meinen Körper brauchst du dafür nicht. Linda hatte ihn in all den Jahren nie so emotional erlebt und weinte leise weiter, um es ihm nicht noch schwerer zu machen. Ich habe solche Angst, wie soll ich je ohne dich leben können? Er strich über ihr Haar und ließ seine Hand auf ihrem Hinterkopf ruhen. Irgendwann wirst du es schaffen. Lass dir Zeit und lass das Leben auf dich zukommen. Wer weiß, was es alles bereithält. Er räusperte sich und ein Husten entwickelte sich daraus. Linda wollte das nicht hören. Es gab kein lebenswertes Leben ohne ihn. Da war sie sich sicher. Keine Zeit der Welt kann die Lücke füllen, die du hinterlassen wirst. Sie streichelte ihm ebenfalls über den Kopf und küsste ihn zärtlich. Ich weiß, und es tut mir leid, aber ich habe keine Kraft mehr zu kämpfen, Schatz. Verstehst du das? Dann würde es mir leichter fallen, loszulassen. Lass mich aufgeben, flüsterte er langsam. Lindas Herz schlug so laut, dass es seine Stimme beinahe übertönte. Das Nicken fiel ihr so schwer wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Ich liebe dich, David, vergiss das nie. Ich liebe dich auch, Linda. Er sah ihr tief in die Augen und lächelte sie an. Linda blinzelte nicht. Sie wollte keine Sekunde verpassen. Doch es gab keine Sekunden mehr. Ach, Melanie, ich hatte Gott sei Dank ein Taschentuch bei mir liegen, um meine Tränen zu trocknen. Oh. Tatsächlich, ich war so drin in der Geschichte. Ja, aber wir hatten ja gesagt, es wird emotional und das ist auch gut, weil es ist wichtig, drüber zu reden. Und ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging beim Lesen. Also ich habe in der Vergangenheit, also ich habe die Geschichte ja, ich glaube, mindestens 20 Mal gelesen und in der Vergangenheit wirklich jedes Mal an dieser Stelle geweint, wenn sie zu ihm sagt, dass er sie halten soll. Und ich habe auch vorhin beim Üben geweint. Ich weiß nicht, wie viel Selbstbeherrschung ich jetzt gerade aufgebracht habe, damit das jetzt nicht passiert ist. Also war wirklich jetzt das erste Mal, dass ich dabei nicht geweint habe. Aber innerlich bricht mir da jedes Mal wieder das Herz auf jeden Fall. Das Weinen habe ich jetzt für dich übernommen. Ja. Tatsächlich. Also ja. Vielen Dank für diese wirklich wundervolle emotionale Geschichte. Und vielleicht magst du jetzt so ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Ja, wenn ich wieder lieben kann, ist tatsächlich mein zweites beendetes Manuskript. Also nicht, dass es ist zwar als erstes rausgekommen, aber ist tatsächlich nicht mein erstes geschriebenes Buch. Ich hatte irgendwann so eine Art Geistesblitz. Ich wollte eine richtig emotionsgeladene Geschichte schreiben, einfach um zu sehen, ob ich das kann. Also ob ich wirklich in der Lage bin, solche schweren Themen und solche Emotionen eben einfach in den Lesern auszulösen. Ich habe selbst sehr viel Angst vor Krebs, muss ich sagen. Also es ist einer meiner größten Ängste, ein Familienmitglied eben daran zu verlieren. Und habe in dem Buch eben quasi auch so ein bisschen meine eigene Angst verarbeitet und mir eben die Frage gestellt, was wäre, wenn und wie würde ich damit umgehen? Was hätte ich für Emotionen oder wie zerbricht die Welt dann, wenn man jemanden verliert? Und das war einfach so der Antrieb, dieses mich selbst zu hinterfragen und auch mit den Figuren auch so ein Stück zu wachsen, weil ich eben die gleiche Einstellung habe wie Linda, eben, dass man dann natürlich gar nicht dran denkt, irgendwie jemals wieder irgendjemanden in sein Leben zu lassen. Aber ich habe mir selbst dann erlaubt, mit ihr gemeinsam eben zu wachsen und zu schauen, was das Leben dann noch so bereithält, sozusagen, ja. Welche Rolle spielen die Angehörigen in deiner Geschichte besonders? Also wie geht Linda mit dem Verlust um?
Also am Anfang ist sie natürlich wie in einem schwarzen Loch sozusagen. Sie schottet sich total ab von allem. Sie fängt an, also sie trägt das Basecap von David, das er immer getragen hat. Damit verlässt sie das Krankenhaus und das ist auch ganz lange ihr täglicher Begleiter. Sie läuft nur noch in den schwarzen, riesigen Hoodies von ihm rum, also einfach um ihm sich nahe zu fühlen sozusagen. Und weil er ja gesagt hat, dass eben, das ist dann wie so eine Art unsichtbare Umarmung von ihm, wenn sie eben seine Pullover anhat. Und im Lauf der Geschichte erlebt man dann so ein bisschen mit, wie sie anfängt, sich eben davon zu lösen, dass sie dann erst sagt, okay, ich ziehe mir jetzt wieder meine Klamotten an, aber bind den Hoodie halt noch so um die Hüfte und immer so ein bisschen weiter. Und sie verdrängt das ganz lange, dass man überhaupt wieder weiterleben kann sozusagen und hat auch immer wieder Tiefpunkte. Und durch Chris hat sie halt so ein bisschen den Bezug zur Normalität, wie es eben früher war. Also er ist so ihr Bindeglied zu wenigstens einem Hauch dessen, was sie halt in der Zeit mit David und mit ihm zusammen hatte. Deswegen klammert sie sich auch so ein bisschen an ihn und als von ihm aus dann ein gewisser Vertrauensbruch ist, bricht natürlich auch wieder ihre Welt zusammen. Und dann machen die beiden eben auch so unabhängig voneinander nochmal eine Entwicklung durch. Was mir auch ganz wichtig war, nicht so eine die Liebe kann alles heilen Geschichte zu machen, sondern einfach, dass man lernt, sich auch externe Hilfe zu holen, dass man in eine Selbsthilfegruppe gehen kann oder dass man sich irgendwie anderweitig, dass man lernt, Hilfe zu holen, egal von wem, ist nicht schwach, sondern das zeugt eben auch von Stärke, finde ich. Und das war mir auch wichtig zu zeigen, dass Linda da auch nicht alleine wieder rauskommen kann, aber sich selbst das auch eingestehen darf. Ja. Genau, das ist sehr wichtig, in so einer Situation jemanden an der Seite zu haben, mit dem man drüber reden kann. Oder, wie du schon sagtest, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Warum hast du zu diesem Thema einen Roman geschrieben? Weil ich finde, dass das wahrscheinlich von vielen Menschen eine Angst ist und dass man das immer so ein bisschen verdrängt. Also es ist nicht direkt ein Tabuthema in dem Sinn, aber es ist einfach ein Thema, über das keiner spricht, über das auch sowohl die Betroffenen wie auch die Angehörigen nicht sprechen und sich auch selten öffnen. So. Und ich habe auch jetzt wirklich, als ich das Buch geschrieben hatte, dann auch von Betroffenen, Angehörigen Nachrichten bekommen, die dann geschrieben haben, ja, genau so ist es mir ergangen und das tat so gut, das zu lesen, dass man einfach nicht alleine ist. So ein bisschen den Menschen eine Stimme zu geben, die einfach auch trauern und die krank sind und damit irgendwie umgehen müssen. Und das war mir eben wichtig. Und zu zeigen, dass jede Art von Trauer okay ist. Also ob man jetzt 5 Jahre trauert, ob man ein Jahr trauert oder dass man halt auch mal wieder lachen kann zwischendurch. Und das war auch ein Anliegen von mir, einfach diese Bewältigung der Trauer auf die persönliche Art, dass keine Art von Trauer falsch ist, sondern jeder Mensch so trauern sollte, wie es für ihn am besten ist. Das war mir auch ganz wichtig. Hast du von Lesern Rückmeldung bekommen, die selbst betroffen sind oder vielleicht, wo du bei Lesungen warst, also selber eine Lesung gehalten hast? Vielleicht saß da ja auch jemand im Publikum, der selber betroffen war oder Angehöriger ist. Was kam da für Rückmeldungen? Ja, also mit Publikum jetzt direkt nicht. Ich habe einmal eine Lesung vor Publikum gehalten, da wurde mir exakt die gleiche Frage gestellt, die du jetzt gerade gestellt hast, aber dort im Publikum war jetzt direkt keiner, aber ich habe einige User bei Instagram haben mir geschrieben, dass sie eben auch jemanden verloren haben und dass es dann vielleicht auch noch gar nicht so lang her waren und sie selbst dann
überlegt haben, ob sie es überhaupt schaffen, das Buch zu lesen. Eine hat mir sogar geschrieben, dass es ihr geholfen hat, die Trauer nochmal aufzuarbeiten quasi. Das fand ich dann auch total bewegend. Also das sind dann so Sachen, so Rückmeldungen, wo ich einfach merke, das war richtig und wichtig, dass ich das geschrieben habe. Ja. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder gehst du in die Bibliothek? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Und hast du Rituale beim Schreiben? Also ich, da ich ja 3 Kinder habe, ist das mit dem Schreiben, also mit der Schreibzeit überhaupt erstmal zu finden, ist immer spannend. Also ich schreibe, ich sag mal, zu 90% abends. Sobald die Kinder ins Bett gehen oder im Bett sind, geht der Laptop hoch quasi. Ich schreibe meistens einfach auf der Couch. Einfach da, wo ich gerade bin, manchmal auch am Esstisch. Wenn ich bei meiner Mama bin und da die Kinder die Oma Zeit haben, dann nutze ich das auch ganz intensiv, um einfach nochmal zu schreiben. Aber besondere Rituale habe ich nicht. Ich freue mich einfach nur, die Zeit dafür zu finden, überhaupt zu schreiben und zelebriere das dann eher so innerlich. Anstatt mir da jetzt irgendwie einen Tee zu kochen oder so, das ist nicht so mein Ding, aber ich zelebriere das dann einfach, überhaupt die Zeit für mich zu haben. Also meine Me-Time ist quasi immer Schreibzeit. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich mich selbst. ich bin ein ziemlich, ja, ich würde sagen, gesund ehrgeiziger Mensch. Also wenn ich mir Sachen in den Kopf setze, dann versuche ich auch wirklich, das zu erreichen. Ich bin nicht gerade gesellig, also ich bin auch gerne mal alleine, aber ein sehr ausgeprägter Familienmensch, also meine Familie geht mir eigentlich über alles. Ich mache gerne Wellness, entspanne mich gerne, lese gerne. Ich bin am Anfang, wenn man mich kennenlernt, vielleicht ein bisschen distanzierter Mensch, aber wenn ich dann einmal so drin bin, und dann kommen dann manchmal so ganz andere Seiten zum Vorschein und dann sagen die Leute mir auch manchmal, oh, so hätte ich dich jetzt aber nicht eingeschätzt, dass du so witzig bist oder so, ja, offen dann irgendwie. Also ich brauche immer ein bisschen, bis ich aufgetaut bin, aber wenn, dann geht's los. Na, das ist bestimmt sehr lustig dann mit dir. Ja, manchmal. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also ich bin relativ aktiv bei Instagram. Mein Profil ist melanie.buchelt_autorin. Also so heiße ich eigentlich überall, auch auf TikTok. Und ich habe auch eine Website, die geht einfach www.melaniebuchelt.de in einem Rutsch. Ja, da, also bei melaniebuchelt.de gibt es auch ein Newsletter, da immer wenn es dann was Neues gibt, eine neue Veröffentlichung oder Cover Reveal oder so, da kommt dann in unregelmäßigen Abständen ein Newsletter. Und auf Instagram bin ich eigentlich, glaube ich, so am aktivsten. Da teile ich dann auch täglich, was ich so mache, was es Neues gibt von den bestehenden Büchern oder woran ich gerade arbeite. Und ja, bei TikTok fuchse ich mich gerade noch so ein bisschen rein. Da bin ich noch nicht ganz so drin, aber ich gebe mir Mühe. Man will ja verschiedene Zielgruppen erreichen. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist ja auch wichtig, ne? Muss man ja auch überall dabei sein. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Für alle, die jetzt gerne wissen wollen, wie es weitergeht. Also das Buch gibt es regulär eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Man muss es wahrscheinlich bestellen, weil es eben in einem kleinen Verlag rausgekommen ist. Und das E-Book gibt es auch überall, wo es E-Books gibt. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ein Buch, auch wenn es mich jetzt sehr getroffen hat. Aber ich glaube, das geht auch anderen so und es ist auch mal schön, ein Buch zu lesen, wo ein paar Tränen kullern. Ja, was wünschst du dir von deinen Lesern? Vor allen Dingen, dass sie sich auf meine Bücher einlassen, weil es nicht so unbedingt die Mainstream-Romance-Bücher sind, die man so kennt. Also ich habe eher so die Charaktere von nebenan, sage ich immer, eben authentische Menschen, die es
wirklich auch in der Nachbarschaft geben könnte, keine Bad Boys oder CEOs oder Millionäre, sondern einfach Menschen wie du und ich. Und das, ja, das ist vielleicht für manche dann so ein bisschen zu nah an der Realität, weil die ja auch gerne mal flüchten. Aber ich wünsche mir einfach von den Lesern die Offenheit, sich darauf einzulassen, auf solche Geschichten, die eben einfach auch wirklich so passieren könnten. Und immer Feedback. Feedback ist für uns als Autoren und Autorinnen wirklich das A und O. Schreibt Rezensionen, und wenn es nur zwei Sätze sind, das hilft uns wirklich so sehr bei der Sichtbarkeit. Ich wünsche mir immer den Austausch. Also wenn ihr meine Bücher lest, schreibt mich an, bombardiert mich mit Meinungen oder mit Heulsmilies oder irgendwas. Also ich bin da total offen. Ich rede sehr, sehr gerne über meine Bücher oder tröste euch auch, wenn ihr weinen müsst. Also ich wünsche mir einfach nur Kommunikation und ja, Offenheit von den Lesern und Liebe natürlich für meine Geschichten, weil ich stecke da auch sehr viel Liebe rein und ja, mein ganzes Herzblut einfach. Und ganz viel Zeit. Das stimmt, ja. Also von mir kriegst du ein Feedback noch schriftlich. Ja? Ja, da bin ich mal gespannt. Melanie, vielen Dank, dass du unserem Aufruf gefolgt bist und dass wir so ein bisschen was für die Krebspräventionswoche damit beisteuern können. Und ja, ich hoffe, dass viele die Folge sich angehört haben, vielleicht mal zur Krebsvorsorge gehen, was wichtig ist. Es gibt ja viele Arten von Krebsvorsorge, egal was, einfach machen. Es ist wichtig, auch wenn man über dieses Thema ungern spricht, einfach drüber reden, wenn es einen betrifft. Das hilft. Auf jeden Fall. Da kann ich nur beipflichten. Macht es auf jeden Fall. Es kann so viel bewirken, wenn man das frühzeitig erkennt. Von daher nicht scheuen, einfach machen. Genau. Melanie, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst mit deinem wunderbaren Buch. Und ich danke dir. Sehr gerne, jederzeit. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.